Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve. Und ja, genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in Chinatown angekommen und hatten das Warenhaus, genau. Und ja, da waren ziemlich viele heftige Gegner. Und wir sind ja nach wie vor auf der Suche nach Eve, ne? Und wir müssen ja sie finden und suchen daher die ganze Stadt ab. In jedem Punkt ist ein Kollege. Und genau, da würde ich sagen, machen wir mal weiter. Wir haben beim letzten Mal einen Raketenwerfer bekommen, ganz genau. Und da ist doch schon der gute Maeda. Leute, der gute Maeda ist da, sehr schön. Ah ja, es ist hier. Was? Kanalisation. Es sieht nach vergammeltem Fleisch aus. Okay. Ich gehe mal runter, um nachzusehen. Ruf bitte Daniel für mich an. Genau, Leute, wir sind auf der Suche nach Eve und... Hier, nimm das. Arita. Ah, wieder so ein Lackding. Na gut. Sei vorsichtig. Alles klar, du wartest hier mal, Eda, ne? Genau, wir gehen da selber runter. Ja, wir sehen das schon, da ist doch schon so Schleim da, was da rausguckt. Allerdings ist da hinten eine Kiste. Leute, die hole ich mir zuerst. Ammo 30. Cool. Und ja, Leute, freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Parasite Eve und wie wir hier Eve verfolgen, beziehungsweise Eve suchen. So, Leute, jetzt wird's eklig. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Jetzt wird's auch ein bisschen langweilig. Bleibt aber trotzdem dran, weil es kommen viele Kämpfe. Also so ist es nicht. Genau, weil diese Kanalisation hier, die ist erstens verwinkelt. Zweitens sind hier scheiß Gegner. Schaut euch das an. Und ja, es gibt sehr, 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 sehr viele Wege hier in dem Spiel, in dem Gebiet. Und schaut euch das an. Diese Fledermäuse da, die meine ich, Leute. Da müssen wir ausweichen. Ja, ihr seht, wir werden blind. Haben wir irgendwas gegen Anti-Blind? Nein, haben wir nicht. Verdammt, Leute. Ja, ihr seht, wir werden blind. Wir müssen sehr nah an die Gegner rangehen und treffen dann trotzdem nicht. Ja, das ist richtig scheiße bei diesen scheiß Fledermäusen da. Gut, wir müssen einfach ausweichen. Ja, da müssen wir ausweichen, genau, weil von diesen Drecksdingern da. Gut, egal. Da sind noch zwei Schlangen, aber die Schlangen, die... Und schieß! Schieß ihn kaputt, bitte. So. Die können nämlich nichts anderes, diese Fledermäuse. Kann ich euch jetzt schon sagen. Die machen immer diesen Scheiß, der uns erblindet. Genau, immer diesen Scheiß da. Und ja, dann würde ich sagen, mach das Ding im Arsch. So, sehr gut. Dann können wir jetzt gleich mal heilen. So, Heal 3 einfach mal. Weil was können? So, 200 mehr. Oh. Ja, das ist natürlich jetzt doof gelaufen. Aber wir können die Schlangen wieder vernünftig platt machen mit der Waffe, Leute. Ist das denn nix? Ist das denn nix, mein Gott? So. Genau, wir müssen jetzt hier definitiv aufpassen auf diesen scheiß Blindstatus, weil das sind Fledermäuse. Und die Gene Heal. Use PE to slow recover HP. Oh, das ist cool, Leute. Seh 18 Ammo, Leute. Und ja, wie gesagt, also die Fledermäuse, die machen uns blind und das ist unschön. Oh, schaut mal, ein Level Up. 422 Hitpoints. Meine Frische. So, dann machen wir nochmal ein paar Mal Heal 1 und dann nochmal Heal 2 hinterher, dann sind wir nämlich voll. Genau, liebe Leute, wir müssen das jetzt hier strukturiert angehen. Da hinten ist, glaube ich, gar nichts, ne? Ne, da ist nichts, Leute. Es gibt nämlich in jedem Gang, gibt es so ein Bonus-Item. Und ich hoffe, die Gegner, die kommen dann wieder, ne? Glaube ich. Ne, noch nicht mal, okay. Noch nicht mal, okay, super. Ich würde sagen, wir gehen aber erstmal in diese rechte Richtung hier. So, hier sind wieder Gegner. Was denn für welche? Es sind wieder Fledermäuse. Zwei Stück. Ja, wir müssen dem ausweichen. Dem Scheiß, da müssen wir ausweichen. Na, normalerweise gibt es da einen anderen Sound noch, aber gut. Egal. Es ist mir scheißegal. Nein. Ach, ich bin wieder blind. Jetzt kann ich wieder warten, Leute. Ja, das ist bei diesen Scheißdingern. Die machen einen echt blind. Und ich treffe ja auch nicht. Ne? Obwohl das Ding direkt vor mir ist, treffe ich nicht. Wegen halt diesem scheiß Blindstatus.
Das macht das Ding im Arsch. Die brauchen zum Glück nur 3 Schuss. Cure D, Leute, da haben wir es. Cure D. Cure Darkness. Also gegen blind. Finde ich sehr angenehm, dass man dafür zumindest ein Item kriegt. Ja. Dass man dafür zumindest ein Item kriegt, ganz genau. Und hier seht ihr, es geht immer weiter. Ja, noch mehr Gänge. Ich werde das so machen, bis wir an die rechte Wand kommen. Ach, du blödes Ding. Ich bin eben noch ausgewichen, Mann. Komm, gib mir Cure Darkness. So. Das kann man auch prophylaktisch nehmen. Das heißt, man kann sich da, wenn man das einmal schluckt, kann man sich vor diesem Scheiß-Status schützen. Aber mach jetzt mal die Schlange im Arsch, kommt. Wir machen ja schon ordentlich Schaden. So. Und schneller, bevor das Ding wieder so eine scheiß Spirale macht. Boah, Gott sei Dank. Okay. Aber dieser Lame-Status, der bringt leider nichts mehr, ne? Dieser Lame-Status, der bringt nichts mehr, leider. Die Gegner sind immun mittlerweile. Das war leider nur eine kurze Zeit. Dieser Lame-Status. Ja, das ist schade. Das hätte uns trotzdem so viel Stress erspart. Aber gut, nicht schlimm. Kriegen wir schon hin, so. Ja, wie gesagt, willkommen in der Scheißkanalisation hier. Richtig nervig, das Ding hier. Aber gut, Leute, es lässt sich nicht ändern. Wir müssen hier durch, weil wir hinter Eve her sind. Ist da oben was? Da oben blinkt auch nichts, ne? Nee, da ist nichts. Schade, Mann, schade. Wieder eine Sackgasse. Und jetzt bitte hier hoffe ich, dass hier auch mal eine Sackgasse ist, weil noch mehr Gänge will ich nicht. Genau, Leute, seht ihr? Hier ist eine Sackgasse und vielleicht ist hier ein Item oder so. Ne, hier ist gar nichts. Seht ihr? Leute, das Gebiet ist tatsächlich begrenzt. Aber hier gibt es leider nichts. Umsonst hier hingelaufen. Okay, egal. Gut, Leute, dann mache ich das folgendermaßen. Dann gehe ich jetzt wieder hier zurück. Oder, nee, Moment. Ja doch, ich gehe zurück. Kommen jetzt hier wieder die Gegner. Gott sei Dank nicht, Leute. Gut, dann gehe ich jetzt einmal zurück. Komplett. Bis wir wieder an den Startpunkt kommen. Ich habe da nämlich schon so eine Idee, wie ich das mache, Leute. So, hier war der Startpunkt. Gehen wir jetzt mal in die andere Richtung. Ich weiß, das muss für euch sehr verwirrend sein, aber so, da haben wir eine Kiste, 15 Ammo. Hier kommt ein Kampf. Ja, ja, das war mir klar. Wenn die uns Ammo geben, dann kommt auch ein Kampf. Logisch. 3 Stück. Was ist das denn? 3 Stück von den Scheißdingern. Oh, ihr seid doch verrückt, Leute. Ihr seid doch echt verrückt hier. Aber egal. Eins habe ich schon. Gut, eins habe ich schon. Das ist sehr gut. Wo ist Cure D? Komm, gib mir Cure D. So. Scheiß Darkness-Zauber von denen, ey, wirklich. Aber gut, die brauchen echt zum Glück nur eine Salve. Das ist richtig gut, ja. Mach du mal dein Ding da hinten, oder? Nee, mach doch nicht. Nein, nicht nachladen. Ah, verdammt. Okay, nochmal Cure D. Ja. Ja, so wird man halt auch Items los, ne? So. Hoffe ich mal, dass ich da jetzt eine wenigstens platt kriege, ey. So, mal schnell, bevor das wieder so ein scheiß Ding macht. Nein, warum denn nicht? Okay. Gut, so. Und das und Ziel wechseln. So weit weg. So weit weg. Ah, okay, gut. Die nerven nämlich richtig, die scheiß Dinger. Aber geschafft. 3 markiert die, nice. Nice, Mann. So, liebe Leute, dann brauche ich nicht. Die machen ja keine Schaden an sich, ne? Die nerven einfach nur. Mehr können sie nicht außer nerven. Ist hier wirklich nie was? Ich laufe mal dahin. Einfach mal, um zu gucken, ob da nie echt nie was ist. Ne, das ist echt nie was. Okay, dann dup, 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 wieder zurück. Ja, Leute, ich kann es euch schon mal sagen, in dieser Folge sehen wir nichts anderes außer Kanalisation, glaube ich. Befürchte ich einfach mal. Und ja, dann gehen wir mal weiter in die Richtung. So. Gut, hier kommt wieder ein Kampf.
Oder auch nicht, auch angenehm. Oder auch nicht. Muss natürlich auch mal sein, ne? Aber hier wieder. Hier ist immer ein Kampf. What? Okay, Glück gehabt. Da habe ich jetzt im Moment ein bisschen Glück. Da ist was. Seht ihr, da ist ein blinkender Punkt da. Da. Darauf wollte ich hinaus, Leute. Hier sind nämlich viele Items versteckt. Super Tool. Ah, das war das, Leute. Das war das. Mit dem Super Tool können wir Sachen entfernen. Damit können wir jetzt natürlich Sachen entfernen. M203, Doppelschussgranate. Ne, die Granate ist scheiße, Leute. Die will ich nicht haben. So, die habe ich ausgerüstet. Damit können wir Sachen entfernen. Super Tool war das also. Okay. Das Super Tool hätte ich natürlich vorher gebraucht, ne? Klar. Aber gut, dann weiß ich das jetzt auch, dass es dafür Super Tools gibt. Gut, Leute. Dann nochmal in die Richtung. Was zur Hölle schwimmt da? Egal. Nochmal in die Richtung, dann müsste es doch bald mal ein Ende geben. Schaut mal da. Da ist noch ein Item hier. Da. Nochmal ein Cure Darkness. Das heißt, da kommt ein Kampf, oder? Auch nicht. Okay, cool. Ja, wir durchforsten jetzt hier mal die ganze Kanalisation mal. Ich wundere mich, dass hier keine Gegner mehr sind, ne? Ist da was? Da ist nichts. Okay, gut. Alles klar, dann wieder raus. Ja, ansonsten, wie geht's euch so, Leute? Mir geht's sehr gut, nach wie vor, trotz dieser Corona-Lage im Moment. Oh, und wir sind am Ende, schaut mal. Wir sind am Ende und hier ist eine Kiste. Wir sind vier. Boah, vier Medizin, okay. Gut, Leute, hier seht ihr das linke Ende. Quasi. Und wir haben eine richtig geile Medizin bekommen, Leute. Die müssen wir definitiv aufsparen. So, Leute. Dann geht's mal weiter. Ich möchte jetzt in diese Richtung zumindest erstmal die Verbindungsgänge da abklappern. Genau, weil hier haben wir nämlich auch, seht ihr, wieder so Verbindungsgänge und hier kommt Kampf. Da bin ich jetzt mal gespannt. Was denn für ein Gegner? Och nö. Diese scheiß Fledermäuse. Die treffen natürlich immer, ne? Ist klar. Da will man ausweichen und die treffen einfach. Ja gut. Diese Drecksteile. Ich hasse die so. Ja gut. Egal dann. Nein, erstmal ausweichen. Der andere schießt auch, ne? Oder auch nicht. Dann schieß. 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 Ah, verdammt. Gut, dann. Dann ist der jetzt erstmal weg. Genau. Ach, verdammt. Der trifft wieder mit seinem Scheiß. Ja gut. Aber das ist ja nicht schlimm. Das macht ja nicht viel Schaden. Ist halt einfach nur nervig, ne? Nervige Gegner, ja. Richtig nervige Gegner. So. Und schießt da drauf, da los. Nein! Ach, Scheiße. Die mit ihrem scheiß Hypnosestrahl, ey. Das ist so zum Kotzen. So. Ein Full-Cure habe ich auch noch zur Not. Na gut, den will ich ja nicht für normale Gegner benutzen. Ah, es hat schon wieder. Langsam nervt's. Langsam nervt's wirklich. Ah. Da ist nämlich eine Kiste, Leute. Die würde ich mir ganz gerne einsacken, die Kiste. So. Jetzt schießt ihn bitte ab. 46. Boah, sehr gut. Sehr gut. Zweimal Kür die noch hinterher. So. So, Kampf geschafft. Einmal eine Mini-Heilung. Und eine Kiste. Was haben wir denn da, Leute? Oh, schaut mal da, Leute. HP Max. Eine neue Weste. I. Aber die Basiswerte sind scheiße, oder? Haha, ich habe eine Idee. Die Basiswerte sind kacke, oder? Noch nicht. Ah, doch, 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 doch. Für die drei mehr, aber gut. Ne, ich mach's anders. Ich nehme meine Weste.
und hol dir bitte den HP-Max-Zauber. Tool, super Tool. Tool, genau. So, HP-Max, genau, Leute. Unseren CM-Protektor. Wir haben jetzt 485 Hitpoints. Sehr schön, wir werden immer stärker, Leute. Wir haben eine richtig geile Weste jetzt bekommen. Sonst halt einen richtig geilen Zauber. Wir werden immer stärker. So, hier sind keine Gegner. Jetzt geht das ganze Spiel nochmal von vorne los. Das heißt, alles abklappern. Da ist leider nichts an der Begrenzung. Okay. Ich werde alle Gänge hier abklappern, Leute. Ihr seht alles. Das heißt, ich werde jetzt immer nach oben gehen. Egal wie oft das ist. Und gucken, ob da einfach was ist. So, haben wir hier wieder... Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Neue Waffe, Leute. Neue Waffe gucke ich mir an. Und ich glaube, die ist nix. Ah, das ist die... Die modifizierte Version von dem Granatenwerfer, ne? Ja, aber... G3A3. Was sind das denn für Grundwerte? Oh, schaut mal. G3A3. Der ist doch gar nicht mal so schlecht. G3A3. Warum habe ich den nicht genommen beim letzten Mal? Ja, weil wahrscheinlich... nimm die einfach, die G3. Nimm die G3A3. Hier. Und das ist sogar eine Rifle. Genau wie die auch. Nehme ich, hau rein. Und dann würde ich mal sagen, G3A3 ziehe ich mir mal die... Ich habe kein Tool mehr. Leute, ich habe kein Tool mehr. Warum habe ich kein Tool mehr? Parameter will be moved. Ah, dann kann ich mir noch den Dreifachschuss daraus ziehen, ne? Wenn ich jetzt dieses Super-Tool benutze. Ja, mach es. Komm. Habe ich jetzt 56 Schaden, 130 Range, 25 Bullets. Das ist ja wohl mega genial. Und jetzt habe ich halt keinen Zauber mehr drin. Ne? Ich habe auch keinen. Da brauche ich dann jetzt halt ein paar Tools für. Aber es kommt ja auf den Schaden irgendwie drauf an, ne? Und, ja. Warum bin ich jetzt wieder zurück? Ich wollte nicht zurück. Ich will jetzt hier hinten diesen... Ach, verdammt. Diesen Gang da prüfen, aber... Ja, gut. Der Lähmzauber, der ist ja auch nicht mehr, ne? Oh. Oh, 111! Ach du Scheiße. Gut, wir haben aber nur einen Schuss. Ne? Aber 111 ist schon ordentlich. Boah. Die Schlangen sind mit einem Schuss weg. Wie geil. 111 Schaden, Leute. Oh mein Gott. Das ist natürlich wiederum geil. Ein Schuss, aber dann ordentlich Schaden verteilen. Ich glaube, das ist, ja... Gibt's da irgendwas? Nein, da gibt's nichts. Okay, gut. Ich glaube, das ist viel besser als dreimal zu schießen. Und dann, ja. Und dann den Schaden aufzuteilen. Das ist richtig geil, einem einmal schießen, nur weil dann kann man schneller ausweichen und so. Das passt mehr zu meinem Spielstil, glaube ich. Einmal schießen, nur ja. Ich glaube schon, Leute. Da ist ein Item, Leute. Seht ihr, da blinkt wieder was. Bin ich mal... Natürlich ein Kampf, ey. Nein. Nein. Zwei Stück. Raus da. Okay. Da müssten die ja jetzt theoretisch mit einem Schuss weg sein. Nö, leider nicht. Leider nicht. Ah, verdammt. Verdammt. Egal. Okay, der hat schon geschossen. Das ist schon mal gut. Ah, das reicht leider nicht, ne? Der Schaden ist aber gleich. 74, ja. So. Haben wir das Ding nicht geschafft hier. Zweimal kill die, bitte. So. Falls wir es brauchen.
Und wo war jetzt das Item? Da hinten ist das Item. So, dann guck mal bitte, was das ist. Range plus 1. Ja, das ist natürlich mega. Das werde ich auch direkt nehmen. Range plus 1 auf die G3. Genau. G3 A3. Das ist eine richtig coole Waffe, muss ich sagen. Auch wenn die nur einmal schießt, aber einmal Schuss ist, wie gesagt, gar nicht mal so schlecht. Und ja, Leute, wir sind jetzt bei der Hälfte von dem Kanalisationsding hier angekommen, schätze ich mal. Also viel mehr ist es dann wirklich nicht mehr. Es ist danach, wenn wir da an der Begrenzung angekommen sind, ist es noch einmal von rechts nach links und dann haben wir es. Ach du Scheiße. Ich hasse die Teile. So. So. Und du machst bitte... Schieß den ab. Nein! Ich hasse das. Ich hasse es. So, hier die, dafür haben wir sie ja bekommen. Da. Man kann das ja auch einmal, doppelte Ladung, ey. Man kann das ja auch einmal nehmen, prophylaktisch, ne? Dass wenn die uns treffen, dass wir dann nicht direkt erblinden. Das ist so bescheuert. Ich hasse das. Gut, dann machen wir bitte hier die prophylaktisch mal rein. So, da haben wir jetzt einmal einen Schutz quasi. Können wir einmal getroffen werden, ohne dass wir erblinden. So, das eine Ding ist schon mal weg. Sehr gut. Und jetzt ist der andere dran. So. Der Einmalschuss ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Da müssen wir halt nur dafür sorgen, dass wir diesen ATP-Balken... Oh, Level Up. Cure die zweimal. Müssen wir halt dafür sorgen, dass dieser ATP-Balken schneller hochgeht. Das kriegen wir ja mit Haste hin, ne? So, wir können uns einmal nochmal heilen, weil wir haben 500 HP. Meine Frosche. Das ist schon ordentlich, muss ich sagen. Gut, hier haben wir... Oh nein! Warum geht die denn schon wieder zurück? So, liebe Leute, wie gesagt, wir kriegen in dieser Folge nichts anderes zu sehen, glaube ich, als diese Kanalisation. Ja. Das ist halt so gewollt vom Spiel. Ist da was? Nee, da ist nichts. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt kommt auf einmal ein Kampf. Okay. Oh, nein. Nicht die schon wieder. Oh. Oh. So. Gut, einmal drauf schießen. So. Schaden verteilen. So. Nein. Oh, Gott sei Dank. Diese Drecksdinger, ey. So. Ah, ich habe beide einmal. Ja, das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt scheiße. Und der will schießen. So, weg. Sehr gut. Okay, wunderbar. Och, ja, die haben wir ja relativ souverän gekillt, muss ich sagen. Dann brauche ich diese QDs gar nicht. Cool. Okay, super. Aber wie gesagt, hier war ja nichts. Hier war ja nichts. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir hier am Rand sind. An der Begrenzung, Leute. Sind wir an der Begrenzung? Wir sind noch nicht an der Begrenzung. Oh Mann. Naja, das zieht sich. Wie gesagt, das Gebiet hier zieht sich. Oh! Ein Riesenfrosch. Was ist das denn, ey? Boah, hat der eine lange Zunge, ey. So. Ich schleck erstmal ein bisschen rum hier. Ey! Riesenfrosch. Und mein Def-Wert ist unten. Aber gut, das hat nichts gemacht. Müll brauche ich nicht. So. Können wir direkt weitergehen hier. So. Den Frosch haben wir erledigt, Leute. Ein lila Frosch. Ja, das sah interessant aus. Nächste Kampf. Oh Mann. Aber gut, dann leveln wir uns halt. Ist ja auch okay. Oder ein Erstschlag. Ein Erstschlag wäre natürlich auch geil. Ne? Wenn wir da eine Waffe finden. Beziehungsweise wenn wir noch ein Tool finden. Dann hole ich mir nämlich den Erstschlag. Dann kann ich nämlich direkt schießen am Anfang eines Kampfs. Und... Ach, verdammt. Egal. Und, dann direkt mal einen Gegner platt machen. So. Hä? Warum ist die eine Schlange noch am Leben? Hä? Normalerweise sterben die nach einem Schuss. Na gut. Egal. So. Dann schießen wir halt nochmal. Ist ja okay. So. Ah, Moment. Ich habe eine Idee, Leute. Wir können doch mit diesen Bonus-Points, die wir hier sammeln, können wir doch die Active-Time hochschrauben.
Hier, Bonus-Points, Leute. Schaut mal, Active Time. So. Speeds up Active Time, genau. War doch das, ne? Moment. Ja, genau, Speed up Active Time. Das heißt, AT Recharge ist jetzt schneller, Leute. Das ist doch mal sehr nice. So. Zweimal heilen. Gucken, ob hier noch was ist. Ist da was? Blinkt da was? Nein, da blinkt nichts. Okay, schade, Leute. Kein Item für uns. Egal. Leute, wir haben noch 5 Minuten. Ja, es tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen eintönig ist, aber was soll man da machen? Ich hoffe, dass wir jetzt mal hier an der Begrenzung sind. Ja. Wir sind wieder am Rand und da hinten ist eine Kiste. Was haben wir da? Offense plus 1. Ja, sehr schön. Ziehe ich mir direkt rein auf die Waffe. So. Benutzt das bitte auf die G3A3. Jawoll. Leute, wir kriegen eine richtig starke Waffe. Und ja, dann würde ich mal sagen, ja, gehen wir weiter im Text. Gehen wir auf die nächste Ebene. So. Hier muss ich nämlich durch und da ist auch ein Item. Sehr interessant, Leute. Was denn für ein Item? Ah, ein Tool. Ein Tool. Okay, Leute, ein Tool. Sehr, sehr cool. Brauche ich noch was für die Weste? Nein. Okay, dann nehmen die Waffe. Was brauche ich denn? Erstschlag. Den hole ich mir definitiv, Leute. Erstschlag. So, dann lasst die PPK bleiben. Und dann haben wir jetzt einen Erstschlag auf der Waffe. Oh, sehr schön, Leute. Das heißt, wenn jetzt ein Kampf kommt, können wir direkt schießen. Direkt einmal schießen. Oh, seht ihr? Genau, Leute. Willkommen im Bereich. Willkommen im Bereich, wo wir später hin müssen. Offense plus 2. Leute, sehr, sehr cool. Wir werden hier echt auf was vorbereitet, ne? Ihr merkt das schon. Und gut. Dann würde ich sagen, gehen wir noch einmal kurz hier rein. Wir müssen ja wieder zurück. Wir wollen ja alles abgrasen hier. So, hier ist zwar nichts, aber wir müssen trotzdem durch. Das ist halt das. Wir müssen trotzdem durch. Ja, weil da unten schon der neue Bereich ist quasi. Gut. Okay, egal. Dann habe ich das jetzt hier keine Kämpfe. Oh. Eine Kiste? Eine Kiste, Leute. Was ist das denn? What? Was ist das denn für eine Waffe? Was ist das für ein... Das sieht krass aus, Leute. Das sieht krass aus. Wechsel die mal kurz. Was ist denn das? Burstschaden. Ja, das ist natürlich Burstschaden. Hat auch was, ne? 48, 60. 4, ja gut, 4, das ist natürlich scheiße. 48, 60. Die ist auch schlechter. Nee, da. Ach so, nee, Quatsch, hier. So. 48, 60. Ja, gut, nee, Leute, das passt schon so. Den Burstschaden werde ich definitiv mal ausprobieren. Mal gucken, was das bringt. Moment, gegen multiple Ziele, dann wechsle ich doch die doch mal direkt. Nimm mal die andere Waffe. Auch wenn die jetzt schwächer ist, aber nimm die einfach mal. Bin ich mal gespannt jetzt, was das auf sich hat mit dem Burstschaden. So, da muss ich jetzt eigentlich einfach nur... Ja, okay, da kommt noch ein Kampf. Ich gucke mir das einfach mal an. Da sind nämlich 3 Viecher, das ist ganz gut eigentlich. So, dann... Mach mal. Boah! Das ist Hammer! Das ist Hammer, Leute. Das nehme ich mir. Wow. Das ist Hammer. Der macht auf 3 Leute identischen Schaden. Das ist natürlich. Das ist mega cool. Boah. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das ist ja mega cool. Okay, wenn ich das nächste Mal ein Tool kriege, dann nehme ich mir das Ding. Definitiv. So, da ist aber nichts. Ne? Seht ihr? Ich laufe jetzt mal durch, dann seht ihr, wo wir... Oh. Oder auch nicht. Die Folge ist vorbei.
Schade, Leute. Gut, Leute, dann kommen wir hier beim nächsten Mal raus. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo.